Hallo und willkommen zu meiner neuen Projektreihe, in der ich euch meine Welt vorstelle und auch die Gebäude bzw. Grundstücke darauf bebaue. Es wird hauptsächlich Let's Plays geben, aber ich werde die ein bisschen anders machen. Also ich finde es selber ein bisschen nervig, wenn die um die 20 Minuten gehen und deshalb schneide ich die dann immer ein bisschen zusammen, dass es auf jeden Fall unter 10 Minuten immer sein werden und dass ich praktisch nur so eine Zusammenfassung mache von dem, was ich gebaut habe. Ich zeige euch schon die wichtigen Sachen, aber zum Beispiel, wenn ich dann ewig brauche, irgendein Objekt zu suchen, das will ich niemandem dann zumuten, das dann die ganze Zeit anzugucken und deshalb schneide ich das dann immer und kommentiere es dann im Nachhinein. Also ihr habt ja jetzt dann schon gesehen, wie ich die Welt so ein bisschen dekoriert habe, meinen Riesenwald, den ich gebaut habe, dann das, was ich hier zeige, sind die Grundstücke für mein Gestüt, das Wohngebiet und hier kommen wir dann zur Stadt. Angefangen habe ich mit dem Rathaus. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr laden, weil das ewig dauert, wahrscheinlich wegen den Büschen, die da sind. Es dauert, glaube ich, 5 Minuten oder so, bis es geladen hat. Dann rechts davon, was man gleich sieht, ist die Buchhandlung. Ja, alles habe ich mit Parkplätzen versehen, weil das heutzutage ja so üblich ist, dass überall Parkplätze sind. Dann daneben die Bibliothek. Die zeige ich euch kurz von innen, weil das ja kein Rabbit Hole ist, sondern was, wo man auch wirklich reingehen kann. Okay, also hier der erste Stock. Es sind halt so Bücherregale und auch ein paar Möglichkeiten zum dann sich hinsetzen und da lesen. Dann im zweiten Stock sind halt eher mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel auch zum Arbeiten, irgendwas dann in der Bibliothek zu schreiben oder so. Da habe ich mir Schreibtische hingemacht, aber trotzdem auch noch ein paar Regale und Sitzmöglichkeiten. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt rüber zum Wirtschaftsgebäude, wahrscheinlich zeige ich das dann. Da habe ich erst mal eine Weile suchen müssen, bis ich überhaupt eins gefunden habe, weil ich dachte, es gibt irgendwie keins. Aber dann musste ich halt diese relativ hohen Türme da nehmen. Okay, dann hier noch das Polizeirevier. Und da links von dem Wirtschaftszentrum baue ich dann den Supermarkt hin. Da werdet ihr das jetzt dann sehen, wie ich das so baue. Ja. Ich habe ihn dann Sonjas Schicker Supermarkt genannt. Ich mag das irgendwie, den Gebäuden so blöde Namen dann zu geben. Also hier dann das Rabbit Hole Supermarkt. Und daneben habe ich gedacht, den Platz nutze ich zum einen relativ großen Parkplatz bauen. Habe dann erstmal angefangen mit irgendeinem Boden, habe den dann dahin gemacht und später dann mich dazu entschlossen, den dann noch einzufärben in Asphaltfarben. Und jetzt mache ich erstmal noch wie so einen Blumenkasten, wie beim Wirtschaftsgebäude, was man da dahinter sieht drumrum. Und da kommen dann später auch Blumen drauf. Dann habe ich die Parkplätze platziert. Sind dann letztendlich ein bisschen mehr geworden. Rechts und links habe ich die dann gemacht. Ja, und hier sieht man jetzt, wie ich die Parkplätze einteile. Ich habe dann den Boden genommen, wo so Striche irgendwie am Rand sind und die habe ich dann einfach weiß eingefärbt und in der Farbe von dem vom Rest von dem Boden, so dass ich das halt als Parkplatz dann praktisch kennzeichnen kann. Dann habe ich das, glaube ich, 5 Kasten oder so lang gemacht. Hier stehen die Parkplätze noch oben, aber das habe ich dann geändert, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie ungeschickt so, da ist irgendwie weniger Platz dann für mehrere Parkplätze. Also gut, und dann kommen jetzt
die Parkplätze auf der anderen Seite. Die habe ich dann auch noch gekennzeichnet. Beziehungsweise, wie sagt man da, einfach ja, eingeteilt. Ja, groß dazu gibt es ja nicht mehr wirklich viel zu sagen. Sieht man ja, was ich mache. Ja, ich nehme auch immer auf Gemeinschaftsgrundstücken die weiß-schwarz gestreiften Parkplätze, auch wenn ich die von der Universität, die weißen habe, aber ich finde es irgendwie ja, schöner, weiß auch nicht. Dann habe ich mit den Blumenkästen angefangen, habe dann, genau, ich habe noch Büsche rechts und links hingemacht, weil ich da meistens so einen Hinterhof mache. Von dem Supermarkt dann. Und habe dann diese gelben Büsche da genommen, weil ich dachte, der Supermarkt ist gelb, dann kann ich das Thema bzw. die Farbe vom Rest von dem Grundstück auch gelb lassen. Habe dann diese Gänseblümchen oder so heißen die, warum auch immer, genommen. Und dann einfach so einen Hinterhof praktisch gemacht von dem Supermarkt dann. Ich habe auch schon mal eine Welt erstellt, die ist dann aber leider verloren gegangen, weil die Festplatte kaputt gegangen ist. Und da hatte ich schon komplett alles fertig. Also ich habe echt eine ganze Welt erstellt gehabt. Und es war natürlich dann sehr ärgerlich, dass dann alles weg war. So, jetzt sieht man jetzt den fertigen Parkplatz. Ich finde, er ist ganz schön geworden. Auch mit den Blumenkästen, in Anführungszeichen eigentlich, drumherum. Dann habe ich da in Hinterhof einfach noch so eine Mülltonne gestellt, weil ein Supermarkt auch Abfälle hat und eigentlich ist eine Mülltonne dafür ein bisschen wenig, aber wir sind ja bei Sims. Dann habe ich hier noch so einen Weg hingemacht, wo man dann einfach in den Parkplatz reinlaufen kann, auch von der anderen Seite. Und dann war es das eigentlich schon so hauptsächlich an den Sachen, die ich da gemacht habe. Also in Echtzeit hat es um die 25 Minuten gebraucht. Und ihr merkt, wenn man da irgendwie die ganze Stadt baut, dann kostet es schon ganz schön viel Zeit. Vor allem ist es ja nur ein Grundstück, von dem ich das Innere gar nicht bauen musste. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.